Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelserien-Unboxing. Panini Adrenalin XL, die offiziellen Trading Cards zum FIFA World Cup 2018 in Russland. Multipack Nr. 8, Alfred Finn Bogason für Island und Fans Favorite Sardar Azmoun für Iran. Und natürlich 4 Booster Packs, die uns hoffentlich auch seltene Karten bescheren, wenn ich es dann aufkriege. So, jetzt haben wir es. Hier ist jetzt hier. Wegziehen. Dann halt so. Dann können wir es rausziehen, ist auch recht. So, und dann hätten wir hier die Limi von Finn Bogason. Drehen wir ab. Wir drehen und wir drehen und wir drehen und wir drehen. Wir drehen uns einen Wolf. Immer noch und 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 ziehen dabei ab und haben trotzdem noch einen Klebepunkt drauf. Muss ich doch wieder mit Tesastreifen ran. So, dasselbe der Fans Favorite Karte hier. Drehen und drehen und drehen. Ziehen dabei und haben den Klebepunkt hinten dran. Ach, das ist zum Kotzen. Na gut, aber wenigstens funktioniert das mit dem Teser ganz gut. Trotz allem ist es einfacher bei den Blister Packs, finde ich. So. Also, die beiden Karten haben wir uns ja schon angeguckt. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt an die Booster ran und schauen, was wir hier noch Feines drin haben. So, Ikechukwu Esenwa, Nigeria, Fedor Smolov, Russland, Hupala. Ali Malul, Tunesien, Gary Cahill, England, Coutinho, Brasilien und Fans Favorite Wabi Kazri, Tunesien. 9 Stapel Fans Favorite, weil den einen muss ich ja noch von den Klebepunkten befreien. So, dann hätten wir als nächstes Pablo Zabaleta, Argentinien, Abdallah El Said, Ägypten, Branislav Ivanovic, Serbien, Jamie Penedo, Panama und ein Basepack, Djibril Sidibé, Frankreich und Edinson Cavani, Uruguay. So, komm, für das Basepack jetzt aber bitte eine absolut geile Karte jetzt. Luis Muriel, Kolumbien, Alireza Jahanbakhsh, Iran, Gabriel Torres, Panama, Keita Balde, Senegal, Nicolas Gaitan, Argentinien und ja geil, eine Icon-Karte, Luis Suarez. Gibt's das oder was? Jetzt ziehe ich die Icons ja am laufenden Band. Gibt's doch nicht mehr, ey. Wie geil ist das denn? Ja, das entschädigt dann doch für das Basepack von eben, würde ich sagen. Fette Sache. Fette Sache. Pablo Zabaleta, Argentinien. Abdallah El Said, Ägypten. Hector Moreno, Mexiko. Alexei Miranchuk, Russland. Fedor Kudryashov, Russland. Und noch ein Rising Star, Gabriel Jesus für Brasilien. Ja, geile Scheiße. Die nächste Icon-Karte, hey. Luis Suarez, Uruguay, dann Gabriel Jesus, Brasilien als Rising Star und Wabi Kazri als Fans-Favorite für Tunesien. Also da nehme ich gern Basepack in Kauf, wenn dafür eine Icon-Karte drin ist. Coole Sache. Ja, und dann natürlich noch den Fans-Favorite für den Iran. Mit dem Klebepunkt hinten Sardar Azmoun und Alfred Finn Bogason als Limited Edition für Island. Dieses war das. Ich muss die einfach nach oben legen nochmal. Ich muss es einfach nochmal zeigen. Icon-Karte Luis Suarez. Ja, so geil. Ja, genau. Das war das 8. Multipack. Ich danke euch fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins meiner Videos noch verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.